It's me, Dagevian, der als Daisy spielt. Aber ich würde mal sagen, wechseln wir jetzt unsere Figur zu Toad. Na, gucken wir mal. Gelber Toad. Woohoo. Perfekt. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, was fehlte uns denn eigentlich noch? Ne, ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt das hier. Wie machen wir diese Burg? Komm, Toad, eröffne es. Schön, schick, schick, schick. Palast der Röhrenfelsenwiese. Schwierigkeit 3. Perfekt. Los geht's. Springen wir rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ist der Palast an der Reihe. Nicht vergessen, dass du er. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Toad das macht mit der Mütze. Der geht. Was ist das denn bitte? Ja, guck mal, wie ein SNES, ne? Da läuft man auch erst in das Schloss so rein. Finde ich voll gut. Kamek? Nee. Ah, da sind Goombas drin. Cool. Warte, wie geht das nochmal? Ups. Und wie sieht Toad aus als Elefant? Hey, hat er eine Windel an? Was hat er der Windel an, ey? Nein, da kann man nicht rein. Oh, Hammer, Bruder! Zack. Upsala. Oh Gott. Oh, und runter. Kann man da rein? Nope. Komm ich denn da rein? Entschuldigung. Oh lol lol. Wie komme ich denn da rein? Gute Frage. Schieben kann ich es nicht. Oh, Dry. Da ist Drybone. Knochen trocken. Da ist der Knochen ziemlich trocken, ne? Nope, kann ich auch nicht rein. Wie komm ich denn da rein? Puh. Ich glaube, ich sollte mal lieber mit offen machen, sonst springe ich gleich noch in die Lava rein, ey. Oder was immer das unten für eine Grütze ist. Ich dachte eigentlich, ich könnte das vielleicht so wegschieben, aber... Lol. Wusste ich das schon? Ja, warte, das kann ich aber. Wie mach ich das? Ich glaube, ich weiß nicht, was ich da machen kann. Kann ich da durchlaufen? Gott. Gott, das wird doch niemals gut gehen. Oh mein Gott. Komm her, ich mache euch mit meinem Schwengel weg. Haha. Nein! Shit.
Jawoll, Elefantenpower. Boah. Ich habe alle Münzen gefunden, aber... Schön, dass ich alle Münzen habe, aber... Ich will mal kurz wissen, wie ich in diese komische Blume da hinten reinkomme. Das Level ist voll geil, ey. Es ist erst die Hälfte? Oder kommt jetzt der Boss? Wie ein Elefant da reingejumpt ist, ey. Oh, das ist Bowser Jr. Hallöchen, Bowser Jr. Was glaubst du? Was? Glaubst du einfach, du kannst mich aufhalten? Na gut, dann lass uns spielen. Papas Wunderkraft ist hier überall. Du hast absolut keine Chance gegen mich. Aber es macht sicher Spaß, dir mal Verlierens zu sehen. Was kannst du denn? Der volle Elefant auf dem Kopf, ey. What? Bist du denn jetzt? Was ist der Teufel, ey? Warum bin ich so groß? Oh Gott. Shit, hab ich falsch gelaufen. Gewonnen. Autsch. Na, der haut da immer ab. That will be light. Woohoo! Königssamen erhalten. Nice. Voll drauf gekloppt, ey. Schick, schick, schick. Sieht schön aus. Und so gelang es Toad und dem Prinzen, den Palast zurückzuerobern. Mit den geretteten Königssamen wenden sie sich wieder Bowser zu, der mit dem Schloss verschmolzen ist. Können sie Bowser aufhalten, bevor er seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt? Bis später. Ich find die Blumen voll geil. Das Spiel ist allgemein ziemlich cool. Das macht schon Spaß, also. Ja. Die Blüteninseln liegen direkt vor uns. Dieses wunderschöne Archipel ist das Herz des Blumenkönigreichs. Los, schnappen wir uns diesen Bowser. Cool, neue Welt. Lol. Ah, okay. Jetzt habe ich die Welten gerade mal gesehen. Blüteninseln. Oh, geil, eine Wasserwelt. Ich liebe Wasserlevel. Dieser Bowser muss doch hier irgendwo stecken. Hey, ist da es etwa... Meine Piranha-Wolken werden alle Störenfriede fernhalten. Deshalb kann ich mich ganz darauf konzentrieren, jedes noch so kleine bisschen Wunderkraft zu sammeln.
Sobald ich genug für ein großes Wunder habe, wird die Welt mir gehören. Das ist ja furchtbar. Können wir denn gar nichts tun, um ihn aufzuhalten? Oh, was passiert denn jetzt? Heavy, wo ist denn die Piranha-Wolke? Was habt ihr getan? Ah, okay. Ich erkenne ein Muster. Solche Macht nur durch einen einzelnen Königssamen. Aber natürlich, das ist die Antwort, nach der wir gesucht haben. Ich muss dich um etwas bitten, einen sehr großen Gefallen. Würdest du mir helfen, mehr Königssamen zu finden? Sie sind unser größter Schatz und ich glaube, dass wir mit ihrer Hilfe das Blumenkönigreich retten können. Die Königssamen werden die Piranha-Wolken vertreiben, die Bowser umkreisen. Wenn es uns gelingt, sie alle loszuwerden, können wir Bowser erreichen. Ich freue mich ja so. Vielen Dank. Gut, dann sollten wir so gleich zum Wölkchengebirge nördlich von hier aufbrechen. Oh, sind ja ein paar Level, ne? Es gibt einen Königssamen im Palast an seinem Gipfel. Alles klar. Los geht's. Die Blumeninsel? Die Blüteninsel liegen in der Mitte des Blumenkönigreichs. Die anderen Gebiete umgeben sich auf allen Seiten. Geh nach Norden, um zum Wölkchengebirge zu gelangen. Wow. Das ist ziemlich krass. Auf der Gesamtkarte siehst du, wo die Blumeninsel mit anderen Gebieten verbunden sind. Öffne die Gesamtkarte, indem du mit Hilfe von L die Levelübersicht aufrufst und dann X drückst. Die Blüteninseln. Aha. Es gibt eine Welt, zwei Welten, drei, vier, fünf, sechs und in der Mitte die Blüteninseln. Und da gibt es bestimmt irgendwo da ganz oben rechts, sieht das schon so aus, als ob da noch eine geheime Bonuswelt wäre. Wölkchengebirge, Blüteninseln. Alles klar. Oh, das ist Bowser. Haus des fleißigen Fischers. Der Fischer ist aber sehr fleißig. Ha! Ach, seit dieser gemeine Kerl hier ist, beißen die Fische nicht mehr. Was soll ich denn jetzt noch angeln? Oh, bitte lass mich nicht angeln, ey. Das ist das Feature, das habe ich gehasst in Dingens Link Betrüger. Wo war's? Und wie heißt das Spiel nochmal? Das ist das Zelda-Spiel, was ich gespielt habe. Link's Awakening? Genau, Link's Awakening. Genau, das war's. Boah, das Angelfeature war so bescheuert. Oh, das klingt nicht gut. Wir müssen helfen. Keine Sorge, wir sind auf einer Reise, um Bowser aufzuhalten. Ist er fort, kommen auch die Fische wieder. Wirklich? Ihr denkt, das klappt? Sind die mal Freude. Oh, wenn ich nur daran denke, stehe ich schon in voller Blüte. That's what she said. Bitte, ich möchte auch helfen. Nehmt diesen Wundersamen, den habe ich vor langer Zeit an Land gezogen. Ist er nicht einfach hübsch? Ich finde es toll, wie die Wundersamen in jeder Welt eine andere Farbe haben. Tja, lass mich nicht zweimal sagen, aber doch nicht mal dreimal. Cool. Nice. Oh Gott, Delfinkick. Abzeichentest. Delfinkick. Kann ich unter Wasser dann zuschlagen, oder? Abzeichen halten. Und wie Toad seine Luft anhält. Delfinkick. Drücke unter Wasser R oder schüttel den Controller, um einen kurzen Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Das ist ziemlich praktisch. Oh Gott. Das war nämlich das immer das Nervige manchmal. Wobei, so nervig finde ich Wasserlevel das gar nicht. Diese schwammige Steuerung, ich mag das. Dafür mag ich Eislevel nicht.
Es gibt doch nichts Schöneres als Wasserlevel, ey, ganz ehrlich. Krass, wie lang ist das Level noch, ey? Keusch. Komm ich da ran? Ach, glaub gar nicht, ne? Nice. Konnte ich diese Münzen überhaupt einsammeln oder waren die nur da, um einen zu locken? Voila. Das ist eine gute Frage. Toll gemacht und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, gerecht geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Ja, warum nicht? Wasserlevel klar. Kurz mal was gucken. Tatsache, ich hätte die Münzen einsammeln können, ne? Okay. Na, guck ich mir vielleicht am Ende des Parts nochmal an. Im Territorium der Sandhechte. Der Sandhechte. Ja, jetzt schieben wir noch rein das Level und dann gucke ich mir den nächsten Level das andere auch noch an, eben kurz gucken, wo ich die Münzen einsammeln kann. Lol, was hat ein Flunder? Look. Chips. Boah. Mist. Oh Gott. Oh, rein da. Rein da, steht da reinflutschen, ey. Wirklich? Hab ich nicht gedacht. Los, flutsch da rein. Reinquetschen. Ich bin so geil mit den Elefanten, ey. Elefant ist so ein geiles Power-Up. Das war Luck. Nein, schade. Ich finde immer geil, wie der seine Luft anhält, der. Gott. Boah.
Und jetzt wird abgegast. Oh nein! Ich glaube, ich muss mich gar nicht beeilen. Ich laufe gar kein Timer, ne? Wie ich immer denke. Ich denke, man muss sich voll beeilen. Shit. Oh Gott. Ich muss hier hinkommen. Nein, 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 nein. Hab es. Das war ja wild. Ja, das war ja wild. Rein da. Oh. Ach. Oh Gott, ich habe ja die Mütze gar nicht mehr. Stimmt ja. Hat er trotzdem hingehauen. Yes. Cool. Ja, da habe ich alles. Perfekt. Da habe ich 3 Münzen vergessen. Ja? Die muss ich mal eben kurz sammeln. Ey. Ja, da denke ich eben noch kurz am Ende noch eben dran. Ach so, das ist ein Rennen, das man hier macht. Nein, oh. Boah. Was? Alter, was? Was? Was ist das denn? Hey, wie schnell soll ich denn da schwimmen? Oder...
Oh Gott. Oh, meine Hand, ey. Oh. Aber ich hab's geschafft. Drückmeister hier, ey. Oh. Du schwimmst toll. Danke sehr. Nice. Sehr schön. Damit haben wir es. Jo, perfekt. Okay, Leute, dann möchte ich mal sagen, da bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und dann hoffentlich seid ihr im nächsten Part auch wieder dabei. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und vielleicht auch einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr was zu sagen habt. Bis dahin, immer schön Jaffa-Keks essen. Euer Divi. Tschüss.